Webbasierte Systeme sind verteilte Systeme. Das heißt, sowohl die Hardware oder die Software oder beides ist an unterschiedlichen Orten. Hier sehen Sie ein UML-Deployment-Diagramm, also ein Diagramm, das die Verortung von Software und Hardware zeigt. Wir haben den Ort des Clients, also dort, wo der Nutzer sich befindet. Wir haben den Ort des Anwendungsservers, wo die Logik draufläuft. Und den Ort der Datenspeicherung. Dazwischen ist das Internet, der Webserver, vielleicht eine Firewall und Proxys, die als Stellvertreter für den Webserver arbeiten. Hier haben wir das gleiche System nochmal, aber diesmal betrachten wir es von der zeitlichen Benutzung bzw. dem zeitlichen Ablauf seines Funktionierens. Das ist ein sogenanntes UML-Sequenzdiagramm. Auch hier haben wir den Nutzer, links, in der Mitte die Anwendungslogik und rechts grün der Ort, an dem die Daten gespeichert sind. Insbesondere können wir an den sogenannten Swimlanes sehen, ob hier ein Programm läuft bzw. aktiv ist. Ein Benutzer beginnt beispielsweise hier oben seine Aktion, seine Eingabe, sendet die ab. Und dann wechseln wir den Ort zur Anwendung. Hier ist jetzt die Aktivität. Die Anwendung verarbeitet diese Nutzeranfrage, muss unterdessen eine Datenbankabfrage absenden. Die Datenbankabfrage liefert Ergebnisse, die Ergebnisse kommen zurück und diese landen letztendlich beim Benutzer. Wegen den drei Schichten nennt man eine solche Anwendung üblicherweise eine Three-Tier-Architektur. Es gibt auch eine Definition für das, was ein verteiltes System ist, die ist hier von Coloris. Ein System, bei dem Hardware und Software auf vernetzten Rechnern sind und nur über den Austausch von Nachrichten kommunizieren. Der Benutzer nimmt bei einem verteilten System nur eine Ressource wahr. Der Nutzen verteilter Systeme ist klar, man kann sich Ressourcen teilen, man kann ortsunabhängigen Zugang schaffen, man kann Ausfallsicherheit durch Redundanz gewährleisten und auch die Beschleunigung der Verarbeitung schaffen. Das Prinzip zur Beschleunigung der Verarbeitung ist quasi immer das gleiche. Man teilt die zu verarbeitenden Daten auf in verschiedene Mengen, verteilt diese Mengen über verschiedene Rechner, löst dort die Probleme in isolierter Form und fügt nachher die Ergebnisse wieder zusammen. Das ist das Prinzip von Hadoop und MapReduce zum Beispiel. In seiner extremen Form führte das zu Programmen wie SETI at Home, Search of Extraterrestrial Intelligence at Home. Im Rahmen dieses Projektes wurden Radiodaten an alle, die wollten, zu Hause verteilt, in Form eines Bildschirmschoners, der immer, wenn er anging, sich Daten holte, verarbeitete und zurücksandte. Die Idee und die Umsetzung dieses Projektes ist sehr interessant und es lohnt sich darüber im Internet nachzulesen. Eine weitere Herausforderung von verteilten Systemen ist die Heterogenität. Man braucht gemeinsame, standardisierte und offene Netzprotokolle. Man braucht hardwareunabhängige Formate für Daten, auch Standards zum Austausch von Nachrichten und Datenbankabfragen. Middleware nennt man die Softwareschicht, die eine entsprechende Programmierabstraktion bereitstellt. Interessant in diesem Zusammenhang sind auch virtuelle Maschinen. Hier erzeugt ein Übersetzer Code für eine Softwaremaschine, also nicht für die Zielhardware, sondern für eine Maschine, die in Software implementiert ist. Solche Maschinen können auf andere Hardware ausgeführt werden. Die bekannteste ist vielleicht die Java Virtual Machine.
Selbst wenn man ausreichend Hardware zur Verfügung hätte, muss es einem gelingen, das Problem unter die Nutzer zu skalieren. Besonders beeindruckend in diesem Zusammenhang ist das, was mit dem Internet bzw. dem World Wide Web gelungen ist. Sie sehen hier von 1993 bis 2015 das extreme Wachstum sowohl der Webseiten als auch der Nutzer. Zu den Herausforderungen gehören die automatische Anpassung an Last, bestellbare Rechen- und Speicherleistung für bestimmte Aufgaben, denken Sie zum Beispiel an Videokonferenzen, wo zu bestimmten Zeiten ein bestimmter Lastaufkommen da ist. Denken Sie an zukünftige Erweiterungen, die zu berücksichtigen sind. Und denken Sie auch daran, dass diese Erweiterung zu vernünftigen Kosten möglich sein muss. Ohne Zweifel ist auch die Sicherheit eine der größten Herausforderungen bei der Entwicklung komplexer verteilter Systeme. Es geht um den Schutz der Vertraulichkeit, die Integrität, die Sicherheit mobilen Codes oder die Abwehr von Angriffen, die den Service außer Kraft setzen, sogenannte Denial-of-Services-Angriffe. Für die Herausforderung Sicherheit habe ich hier zwei Beispiele eines Denial-of-Service-Angriffs. Einer ist aus dem Jahr 2013. Sie finden auch noch Informationen dazu im Internet. Das Angriffsziel war damals die Anti-Spam-Organisation Spamhaus, die sogenannte Blacklists pflegt. Das sind Listen von Servern, die nicht versorgt werden sollen, zum Beispiel mit E-Mails, oder die nicht als E-Mail-Relay-Server benutzt werden sollen, weil sie entweder offen sind, angreifbar sind oder E-Mails, Spam-E-Mails verteilen. Diese Organisation wurde angegriffen mit einem DNS-Reflection-Attack mit bis zu 300 Gigabit pro Sekunde. Und das Security-Unternehmen Cloudflare hat geholfen, diesen Angriff abzuwehren. Hier ist ein weiteres Beispiel, eine massive Denial-of-Service-Attacke auf die US-Firma Dyn, die einen Server zur Namensauflösung betreibt. Eine Herausforderung bei der Abwehr von Denial-of-Service-Attacken ist deren Erkennung in Echtzeit. Sehen Sie hierzu Visual Analytics Technologie, die dabei unterstützt.